Ja, ich sitze hier in meinem E50M. Wunderschön bemalt, deutsche Flagge drauf, wie immer. Und wir haben einen Jagdpanzer E100, der ist irgendwie offline. Der hat wahrscheinlich PC-Absturz oder ähnliches. Und ja, unser Team wird jetzt ein wenig Lemming-Train-mäßig fahren. Und dementsprechend heißt es entweder oder. Ich spule mal ein bisschen vor, bis wir in Aktion kommen. Hier passiert erstmal nicht viel. Okay, jetzt geht die Action. Ja, ihr seht's, etliche TDs sind hier hochgefahren, Heavys und was auch immer. Dementsprechend sind wir hier in Überzahl, aber wenn wir hier nichts tun oder zu langsam sind, dann fällt unsere Base. Da schießt eine Batchet auf mich. Ich habe schon ein paar Module kaputt. Kanone, Turm. Kanone muss ich reparieren, weil E50M. Ja, wir haben schon 2 zu 5. Der Gegner führt schon. Dementsprechend, ich kann hier nicht rumchillen. Ich habe mir gedacht, komm, ey, selbst wenn du jetzt sterben gehst. Weil Batchet ist ja jetzt am Nachladen. Und solange die Batchet am Nachladen ist, muss ich hier aktiv werden, weil sonst geht das komplett in die Hose. Da ist auch ein 121er, Objekt 140, was ist das? Mach den schon mal 360 mit Damage, mit Rammen. Wird er von den TDs rausgenommen. Dadurch, dass ich auch der Schnellste bin von den Leuten, muss ich hier Vollgas geben. Weil das bringt alles nicht. Hier, die Leute beschweren sich auch, dass unser Team so Lemming. Einer ist eh AFK, der Jagdpanzer E100 ist komplett AFK. Und jetzt kommt eine wichtige Szene. Hier ist irgend so ein Med-Tank oder Med-Heavy oder was. Da ist die Gegner-Arty übrigens. Die habe ich aufgemacht. Die wird jetzt gleich rausgenommen. So, jetzt gehe ich mal in Zeitlupe. Ihr seht ja, ich bin mit voller Geschwindigkeit. 320 mit einem Schuss. 938 mit Rammen. Ja, das war wohl eine ganz schlechte Idee, einen E50M zu rammen. Fast 1000 Schaden mit Rammen. Ey, Kollege, was geht ab? WTF, schreibt der Batchet. Ach so, der schreibt das wegen seinem eigenen Team. Ja, gut. Aber ey, überleg mal, knappe 950 Ram Damage, alter Schwede. Ganz schlecht. E50M Rammen immer ganz, ganz, ganz schlecht. Den habe ich auch nur gestreift und trotzdem 236. Lass den natürlich damit ein paar HPs stehen, ne? War klar. Ja, dann brauchst du den nur noch anditchen und dann ist der schon weg. So, jetzt spule ich aber mal ein bisschen vor. Ich sehe aber, dass einer von denen zurückkommt. Ah, gut. Wie gesagt, den werde ich jetzt nicht mehr treffen. Wir sehen uns jetzt bei den Stats, dann könnt ihr sehen, wer wie viel was und so weiter. Bis gleich bei den Stats. Ja, also, hier sind wir bei den Stats. Ihr seht es, 4020 Schaden, 517 Assist. Und ja. Das war der 121er, der mich gerammt hat. Der meinte, das wäre wohl eine gute Idee. 1433. Ich müsste mal im Replay gucken, wie viel Schaden ich dem mit Rammen gemacht habe. Ja. Lorraine. Und Waffenträger musste ich zweimal rammen. Ja, würde mich gigantisch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch meinen Sportkanal. Alle Links in der Beschreibung oder oben in der Infobox. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.